Ich synchronisiere bin auf weiter. Rangliste, Rennleitung, Session, Rennleitung, Rangliste, weiter, auf weiter. Servus Freunde, herzlich willkommen hier aus dem verregneten, dass ich auch rausbekomme. Ja, Nummer 9. Servus Freunde, herzlich willkommen hier aus dem verregneten Silverstone. Ja, wir sitzen hier in unserer Red Bull Racing, ja, in einem Motorhome drin. Da vorne sehen wir unsere Trucks, und da sehen wir ein Telefon und da will und schon wieder jemand eine Nachricht senden. Hören wir mal rein hier. Ich wollte dir nur sagen, dass wir die Erwartungen des Teams für das kommende Qualifying erhalten haben. Ja, schlage Kimi Räikkönen und werde im Qualifying Sechster oder höher. Das versuchen wir natürlich. Es wird aber schwierig werden, denn wir haben typisch britisches Wetter. Es wird regnen. Aber erstmal, bevor das mit Arschen, schauen wir mal hier auf dem F1E-Baum. Können wir hier schon wieder was entwickeln? Hier unten, da haben wir ja was im Auge. Das kostet 1350. Gut, da fehlen uns noch 200 Entwicklungspunkte. Jetzt ist aber die Frage, ja gut, wir wollen halt da wirklich auch auf Ferrari aufschließen. Da wäre mal schön blöd, wenn man da irgendwie was anderes entwickeln würden. Hier könnte man immerhin Mercedes in der Entwicklung überholen. Beim Motor an sich, ja, hängen wir hinten nach, das ist klar. Das sind wir nicht unbedingt die stärksten. Gut, hier mit Energieeffizienz, Treibstofftechnologie würden wir an die Spitze bringen. Nur ist das unser angesagtes Ziel? Ich weiß es nicht. Hier die zwei zusammen würden auch was bringen, sind zweieinhalb. Das kostet zwei. Da bringt aber, glaube ich, das ja mehr mit ERS-Kühlung und Energiespeicherzellen. Am besten würde natürlich hier der Schritt sein. Das wäre natürlich ultimativ. Naja, egal. Wäre, hätte Fahrradkette. Wir müssen schauen, dass wir bei der Aerodynamik vorankommen. Dementsprechend, ja, gibt es diese Woche noch nichts. Wir gehen aber mal zum Qualifying. Und dann schauen wir mal, wie wir uns so mit Intermediates auf der Strecke schlagen werden. Willkommen zum Qualifying an diesem Nacht. So, draußen regnet es. Wir müssen noch kurz beim Hardware so umstellen, weil letztens war ein Livestream mit dem Dave zusammen. Ich glaube, das war bis jetzt eh der einzige in letzter Zeit. Das ist unter Kameraoption. Nein, wo waren da schon nochmal drin? UTP. Nee, wo waren denn die Einstellungen drin? Bildschirmanzeigen, da haben wir es. Infos zur Position aus. Unten Zeiten Delta, das lassen wir an. So, Info zur Position aus. Ich glaube, mehr hat man eh nicht. Ich glaube, mehr war es nicht. Delta Distanz. Indikatoren, Fahrertags. Nee, ich glaube, das passt zu sonst. Dann würde ich sagen, wir stehen in der Box. Tuningmäßig glaube ich, passt zu halbwegs, was wir drauf haben. Wir stellen mal hier den Timing-Dauer ein. Ebenso auch den Session-Status. Und dann sind wir hier ready to race, würde ich sagen. Das Einzige, was wir noch machen, ich bin hier mit Megacorp-Setup mit dem Weichen unterwegs, einfach weil es regnet, weil sich dort das Ganze nochmal angenehmer fahren lässt. Ich bin hier bei Aerodynamik auf 4,6. Gasbestellung, ja, ist schwierig. Vorteil eines offenen Setups sind die geringe Reifenabnutzung und ein gradueller Übertragung der Kraftverlust. Ja, da würde ich sagen, gehen wir mal auf 55. Beim Diff, hier lassen wir das ganze Fahrzeughöhe, haben wir um 1 erhöht auf 6. Ballast würde ich so lassen. Bremsdruck sind wir auf 50 hinten gegangen. Einfach aus dem Grund, es fährt sich angenehmer. Reifen natürlich hier Inters, da gibt es keine Frage. Was ich jetzt noch vergessen habe, ist hier den Sprit einzustellen. Nein, da wollte ich nicht drauf. Ich wollte nämlich Sprit für insgesamt 8 Runden mitnehmen. Das hat einen ganz simplen Grund, nämlich ich werde nicht an die Box gehen. Ich werde von Anfang bis Ende, solange wir das Qualifying fahren, werde ich draußen bleiben und das Ganze auf der Max-Einstellung, also auf dem Verstappen-Mode, dem sein Auto wir hier ersetzen.
Und ja, ein paar Autos sind schon draußen. Ricciardo, Vettel, Raikön, Stroll, Kvyat und Hülkenberg sind bereits auf der Strecke. Und wir fahren da jetzt auch raus. 10 Minuten haben wir noch Zeit. Gut, da habe ich vielleicht ein bisschen zu viel Sprit mitgenommen. Aber wir lassen den Motor gleich mal von Anfang an auf Max. Ja, vielleicht gehen wir anfangs auf Fett in der Einführungsrunde. Damit, dass wir uns auch so ein bisschen an die Bremspunkte gewöhnen können mit der hohen Spriteinstellung. Und es ist rutschig auf der Strecke hier beim Anbremsen. Sondern schauen wir mal, was so geht hier mit dem Wagen. Vor uns fährt Alonso. Da müssen wir natürlich auch schauen, dass wir hinter uns behalten. Wir müssen eigentlich alle hinter uns behalten, wenn wir es optimal machen. Jetzt aber erstmal hier ein bisschen Abstand reinkriegen. In der Hoffnung, dass ich dann doch schneller bin als wieder Honda da vorne. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Jetzt hier noch einmal Speed rausnehmen. Distanz aufbauen. Wenn man sich hier schon mal verschätzt vor Kurven oder vor Rennbeginn oder Quali-Beginn. Ist natürlich schon mal nicht gut. Aha, Zeit läuft keine, ich weiß aber nicht warum hier. Ah doch, läuft doch. Warum wird die mir nicht angezeigt? Da muss wieder irgendein Anzeigefehler sein, weil ich glaube nicht, dass ich das ausgestellt habe. Egal, wir fahren jetzt einfach hier unseren Stiefel ab hier. Boah, ich glaube nicht, dass das eine gute Zeit werden wird. Morgen wird es natürlich noch mehr schütten hier. Logisch, wir sind in Großbritannien, da muss es ja mehr werden als wie weniger. Das ist eine verdammt schlechte Zeit. Da holen wir schon wieder ein bisschen was raus hier. Ich glaube, ich muss mich einfach nur ein bisschen mehr aufs Gaspedal trauen zu gehen. Bremse ist nicht so gut. Aber Gaspedal geht ja eigentlich. Ich habe ja mittlere Traktionskontrolle drin. Hier habe ich viel verschenkt vorhin.
Was hat Daniel für einen Rückstand? Eine 1,2 Sekunden. Gut, da komme ich jetzt auch nie im Leben ran. So, immer noch 2,9 Sekunden zurück. Jetzt verliere ich hier eher. So, gut eine Sekunde kann ich noch rausholen hier. Bin ich immer nur 1,9 Sekunden zurück. Hier ein bisschen off-track gekommen. Und so gefällt mir das schon besser von der Zeit her. Da holen wir auch jetzt wieder ein bisschen was auf hier. Yes, P3 aktuell. So muss das sein hier. Und so mal nochmal was raus. So werden wir an die Ferraris nicht mehr rankommen. Aber unter einer Sekunde Rückstand wäre schon geil, wenn wir hätten. So, aktuell sind wir genau eine Zehntel schneller als unser Teamkollege. So, mal schauen, was hier noch rauskommt. Eine Runde geht sich danach auf jeden Fall noch aus. Ja, also wir sind immer noch nicht unter einer Sekunde. So, wir sind schon wieder schneller unterwegs. Da haben wir sogar eine violette Sektorzeit. Hier wieder alles hergeschenkt. Da sind wir im roten Bereich, das will ich nicht.
So, da holen wir wieder was raus. Komm, wir müssen unter eine Sekunde. Das wird sehr schlecht. Ja, 0,7 Rückstand auf Vettel. Hui, wie viele Runden sind wir jetzt hier denn gedreht? Das gibt's doch gar nicht. Das sind ja extrem viele gewesen. Das Qualifying ist abgeschlossen und wir können uns auf ein spannendes Rennen morgen freuen. Ihre Top 3 sind Vettel, Raikkonen und Valtteri Bottas. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Ja, die konnten sich alle nochmal verbessern. Hier Vettel, Raikkonen, Bottas sind alle nochmal einen Tacken schneller gefahren. Dementsprechend bin ich nur Vierter und nicht Dritter wie vorhin und bin auch wieder aus der unter einer Sekunde rausgerutscht. Weil oben ist er noch eine 1,41482 gefahren, das hat er nachgebessert auf eine 1,41186 und ich bin halt bei meiner 1,42108 stehen geblieben. Ebenso auch Daniel Ricciardo konnte sich nochmal verbessern, der war nämlich ursprünglich 5 Zehntel hinter mir, jetzt nur noch 1,6. Egal, P4 ist trotzdem besser als wie ihr wünscht. Leider nicht vor unserem Rivalen. Nichtsdestotrotz geht's morgen rein ins Rennen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder zuseht, wenn ihr ein Däumchen da lasst. Ich bin jetzt aber raus. Bis morgen. Ciao, Leute.